Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Podcast hier bei telematikmarkt.de. Bei mir ein neues Gesicht, ein bekanntes Gesicht, Jens Zeller und Heiko Boch von IDEM Telematics. Hallo an euch beide. Hallo Peter. Hallo Peter. Und wir gehen heute mal ein wenig anders an die Sache ran, wie wir es üblicherweise tun, gerade mit dir, Jens. Wenn wir üblicherweise sprechen in dem Podcast mit IDEM Telematics, geht es um konkrete Lösungen, über die Produkte, die Hardware für die Truck, Trailer, Cargo Fleet, neue Features etc. pp. Wir sprechen allerdings sonst nicht wirklich darüber, wie kommt es zu der Entwicklung dieser Lösung. Also was passiert, wie geht ihr daran, wie entstehen bei euch überhaupt neue Funktionen, was sind da so die Beweggründe? Und häufig sind das ja Reaktionen auf den Markt, also was passiert da? Ist das bei euch ähnlich, Jens? Und wenn ja, wie seht ihr das aktuell? Was seht ihr da für Herausforderungen? Womit müsst ihr euch aktuell beschäftigen? Ja, also 100% ist es bei uns auch so. Ich würde sogar sagen, noch ausgeprägter, weil wir wirklich auf den Kunden schauen. Wir sind sehr, sehr kundenorientiert. Wir schauen auf den Kunden und schauen, was er tut. Wenn wir die Welt anschauen, wie sie draußen im Transportmarkt sich darstellt, dann sehen wir sagen immer, dass sie bunter und vielfältiger wird, die Welt. Ja. Das heißt, wir haben so, also inzwischen gibt es relativ viele Hersteller, die ab Werk Telematik anbieten. Es gibt aber auch nach wie vor großen Bedarf an Nachrüstungen. Es gibt gemischte Fuhrparks. Denken wir mal wieder an den Kunden, der heute eine Zugmaschine hat von Hersteller A oder B. Der hat eine Trailerlösung von Hersteller A, B oder C. Er hat vielleicht ein Transportmanagementsystem. Das heißt, er ist sehr, sehr vielfältig hier unterwegs. Dann haben wir zusätzlich geleaste Fahrzeuge, Vermietfahrzeuge, die mal bei einem Kunden sind und dann wieder zu einem anderen Kunden wandern. Also insofern sind wir hier sehr vielfältig unterwegs und machen eigentlich mit unserem Integrationsportal, versuchen wir die ganze Welt da darzustellen. Versuchen wir jetzt falsch, sondern wir stellen die Welt, wie sie ist, eben dar und machen sie für den Nutzer. Und das ist ja die nächste Frage. Wo kommen die Daten her? Sehr vielfältig, aber genauso vielfältig ist dann nachher auch die Nutzerwelt. Ich sage immer, es gibt den Fuhrparkmanager. Ich glaube, da kommst du jetzt gerade schon auf ein Thema. Damit müssen wir uns nachher nochmal präziser beschäftigen. Okay. Weil jetzt hattest du gerade schon mal die eine der größten Herausforderungen, die du aktuell siehst, oder zumindest eine der Situationen auf dem Markt, sind Mischflotten. Also gerade, dass man, ich kann mich ja auch noch, so alt bin ich noch nicht, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es Flotten gab, die primär tatsächlich auf einen einzigen Hersteller. Die hatten dann konkrete Verträge und die hatten dann ein Fahrzeug und haben sich häufig auch lange an Systeme gebunden, die dann von diesem Hersteller kamen. Das ist ja schon relativ lange passé. Also man hat einfach Fahrzeuge, man liest Fahrzeuge, man mietet Fahrzeuge, hat noch alte im Bestand, neue sind in der Regel ab Werk ausgestattet mit irgendeiner Form von Telematik-Hardware. Ja. Das klingt vielleicht auch erstmal auf den ersten Blick ein bisschen chaotisch. Wie geht ihr dann mit dieser Situation um? Also wenn man da jetzt einen Kunden hat und der sagt, ja, also ich habe da ein paar Iveco, ich habe da ein paar MAN, ich habe da ein paar Scania, 12 Fahrzeuge sind noch geleased, die ich dann irgendwie zu Stoßzeiten mit reinnehme oder miete. Wie ist das für euch als Telematikanbieter eine Herausforderung, das alles irgendwie abzubilden? Oder wie geht ihr damit um? Das ist ja eigentlich unser täglich Brot. Und ich meine, uns ist da oder kommt da auch zugute, dass wir sehr frühzeitig damit eingestiegen sind, hier offene Schnittstellen zu haben, beziehungsweise auch viele andere Anbieter bei uns zu integrieren, beziehungsweise auch selbst dann natürlich integriert zu werden und Partnerschaften entsprechend zu haben. Weil es ist ja schon tatsächlich lange so, dass die wenigsten Unternehmen hier homogene Fuhrparks haben. Die Heterogenität ist ja hier eigentlich an der Tagesordnung. Und insofern ist es bei uns eigentlich oder für unsere Kunden fast egal, zumindest mal ist das unser Ziel, ob sie jetzt mit einer IDEM-Telematik ausgestattet sind oder mit einer Telematik eines vom Wettbewerbers von uns. Solange die Daten dann kommen, werden sie alle integriert bei uns und dann kann man in dem Cargofleet-Portal, was wir unseren Kunden anbieten, eigentlich alles damit machen. Ja, und zwar unabhängig davon, aus welcher Datenquelle sie jetzt stammen. Ja, das heißt, egal, ob es jetzt FMS-Daten sind, EBS-Daten sind, TPMS ist ja jetzt ein neues Thema, was jetzt verstärkt kommt.
Die integrieren wir alle unabhängig von der Quelle. Mhm. Und die Funktionalitäten im CargoFleet-Portal stehen dann auch allen offen. Auch da dann wieder egal, ist es eine Temperaturüberwachung, klassisches Temp-Chart, ist es eine, der Tourmonitor für die Tourüberwachung oder ist es der Wartungskalender, um einfach meine Flotte, den Wartungsbedarf zu planen. Ja. Okay, das heißt, das ist vielleicht aktuell ein Trend oder die Situation, wie sie in den Flotten vorgibt. Allerdings ist das für euch so neu einfach gar nicht mehr. Man hat sich so in diese Situation rein entwickelt oder mitentwickelt mit den Kunden, dass man jetzt sagt, okay, es ist einfach der Usus, dass man Kühlaggregate von dem und dem Hersteller hat und wir können letztendlich alles verbinden, was irgendwie vernetzt ist, aber können vermutlich auch, was nicht vernetzt ist, häufig selbst noch mit ranbringen. Ne? Ich denke mal, wenn ihr selber ins Sensoren anbringen könnt, Hardware anbringen könnt bei irgendwelchen fast noch analog arbeitenden Systemen, dass ihr die jetzt auch mit reinbringen könnt. Ne? Absolut, absolut. Also das hilft uns auch gerade bei der Integration von kleineren und nicht Standardfahrzeugen. Gerade in der letzten Meile haben wir natürlich sehr viele Sprinterfahrzeuge beispielsweise. Oder Sprinter-Klassenfahrzeuge, die jetzt auch zunehmend mit Kühlaggregaten und Kühlüberwachung ausgestattet sind. Und gerade da können wir natürlich dann auch mit unseren eigenen Systemen nachrüsten, weil im Unterschied zu den Trailern sind die dann natürlich nicht standardmäßig mit Telematik ausgerüstet. Also zumindest gar nicht mit einer Telematik, die dann auch das Kühlgut tatsächlich überwachen kann. Ja. Und wenn ich da ergänzen darf, Peter, es geht ja sogar bei uns, ich sage mal, unser Slogan ist ja auch Frachtfahrer und Fahrzeug. Wir sagen immer, für einen sinnvollen Transport brauche ich immer einen Fahrer, mindestens heute noch. Ich brauche ein Fahrzeug, Truck und Trailer und ich brauche eine Fracht. Und ohne die drei Komponenten, und am besten habe ich alle drei ein Stück weit unter Kontrolle oder viel stark unter Kontrolle. Und das ist dann eben auch das, was wir wollen, dass wir alles verknüpfen von verschiedenen Herstellern, aber auch über verschiedene Komponenten hinweg, wie gesagt, Frachtfahrer, Fahrzeug. Und auch im Fahrzeug haben wir ja den Truck, weil ein Fahrzeug, Truck und Trailer haben wir das auch noch. Wir haben immer Truck- und Trailer-Telematik angeboten und werden das auch weiterhin tun, weil auch die zwei sind natürlich wesentliche Bestandteile des Transports. Und jetzt kommen wir mit dieser, wo du die einzelnen Bestandteile ansprichst, kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, zurück, zumindest grob, den du am Anfang angesprochen hast, wo ich dich etwas unterbrochen habe. die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Rollen. Wenn wir jetzt darüber reden, das sind alles Daten von Kühlaggregaten, von der Zugmaschine, von dem Fahrt, von dem Trailer, von x-beliebigen Sensoren, die ihr mit anbindet. Das ist ja schön, wenn man diese Informationen alle hat. Aber es kann natürlich von Person zu Person, von Nutzer zu Nutzer im Unternehmen auch komplett überwältigen und auch einfach zu viel sein. Wie strukturiert ihr das? Wie macht ihr euer Portal für eure User so, dass sie nicht an irgendeiner Stelle überfordert sind mit beispielsweise irgendwelchen Features, die sie persönlich in ihrer Position oder in ihrer Rolle im Unternehmen überhaupt nicht benötigen? Ja, da richten wir uns natürlich auch ganz flexibel auf unsere Kunden ein. Will heißen, eigentlich kann der Kunde das auch entsprechend dann selber einstellen und verwalten. Ja, wir haben ein sehr flexibles Rollen- und Rechtesystem, das der Kunde selbst, wie gesagt, administrieren kann. Dann kann er eben halt Gruppen anlegen für die Disposition, Gruppen für das Fuhrparkmanagement. Vielleicht auch Gruppen, die nur personenspezifische Daten, also sprich Restlenkzeiten, Tachodaten etc. sehen dürfen. Ja. Und damit ist eben halt sichergestellt, dass die Kunden und die Anwender bei den Kunden halt hier wirklich ein bedarfsgerechtes Portal zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Okay. Und diese Daten, die ihr dann dort rausgebt und individuell an die Nutzergruppen ausspielt, wie bekommt man die raus? Also was sind so eure Möglichkeiten, die Daten aus dem System rauszubringen, in andere Systeme zu übertragen, es gibt ja unterschiedliche Bereiche auch im Unternehmen, die jetzt irgendwelche Reportfunktionen brauchen oder Reports benötigen aus dem System oder an angeschlossene Systeme. Wie ist da so, wie seht ihr da so eure Möglichkeiten bei CargoFleet? Ja, die ist natürlich auch sehr, sehr breit. Angefangen natürlich von der eigentlichen Portalfunktionalität, die für den direkten Anwender natürlich am flexibelsten ist, weil er
direkt damit interagieren kann, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier mit unserem Reporting-Modul zeitgesteuert oder auch tourgesteuert bestimmte Reports an Adressaten zu versenden. Ja, das heißt, der Adressat braucht dann eine E-Mail-Adresse, da bekommt er den Report hingeschickt in den jeweiligen Formaten und kann entweder dann ablegen oder eben halt, wenn es zum Beispiel ein Excel-Report ist, weiterverarbeiten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier flexible Schnittstellen wieder anzubinden. Das heißt, wir haben hier eine mehrschichtige API, die wir anbieten, eine sogenannte Push-API, wo immer, wenn bei uns neue Daten ankommen, die dann auch entsprechend an den Adressaten dann weitergeleitet werden. Das kann ich natürlich auch einschränken, dass nur bestimmte Fahrzeuge oder nur in bestimmten Zeiten das passieren soll oder wenn das Fahrzeug auf einer bestimmten Tour fährt, was ja auch mal ganz interessant ist, gerade wenn man an Exporte an solche Real-Time-Visibility-Plattformen halt nachdenken, wo dann, sag mal, unsere Kunden dann auch immer so ein bisschen das Angst haben, sie stellen ihren ganzen Fuhrpark dann in die Öffentlichkeit sozusagen. Das kann man dann auch auf entsprechende Touren dann reduzieren. Ja, und auf die Push-API können wir dann auch noch einen Adapter setzen, sodass wir auch ein Pull-Interface anbieten. Was ist der Unterschied zur klassischen Push-API? Das ist einfach die Fragestellung, wann bekommt man die Daten? Sprich, beim Pull-Interface, da holt sich der Kunde dann selber die Daten ab, quasi, die werden also nochmal zwischengespeichert, kann die Kadenz der Daten dann entsprechend selbst bestimmen und muss auch sein Zielsystem nicht immer online haben. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Ne? Das Push-Interface ist schneller, ist direkter, setzt aber voraus, dass das Zielsystem immer aktiv ist. Das Pull-Interface hat halt den Vorteil, dass die Daten halt dann geholt werden können, wenn sie gebraucht werden. Wenn sie gebraucht werden, genau. Okay. Also, ich hatte noch so ein paar Punkte, die wir vielleicht noch mal in zukünftigen Gesprächen damit abhandeln könnten. Ich weiß eine Sache, weil wenn wir über Cargofleet reden, könnten wir... Okay, wo fange ich an? Die Situation, warum man das halt nicht alles so easy in 10 bis 15 Minuten abhandeln kann, ist natürlich die Komplexität eines Portals wie Cargofleet. Insbesondere, wenn man nicht einfach nur ein geschlossenes System bietet, wie bei irgendwelchen anderen Insellösungen, sondern sagt, wie du auch gerade schon meintest, Heiko, dass es da unterschiedlichste Schnittstellen gibt an andere Systeme. Auch wie man diese Informationen rausgibt an andere Systeme, da macht er ja auch Unterschied, ob das per Push kommt oder auf Abruf reagieren soll. Diese Punkte, da sind wir noch lange nicht bei den Features von Cargofleet selbst angekommen. Wir hatten ja schon, Jens, beispielsweise gesprochen über den Wartungskalender. Das Video kann ich gerne an dieser Stelle auch schon mal verlinken. Aber es gibt ja noch weitere Funktionen, die man mal ansprechen könnte. Das werden wir hoffentlich mal in Zukunft noch Zeit finden, die mit anzusprechen. Darf ich noch eins ergänzen, Peter? Gerne. Also eins ganz kurz ergänzt, weil du sagst, das sind komplexe Systeme. Ich würde es fast ein bisschen anders sagen, sonst hat es einen falschen Touch aus meiner Sicht. Wir stellen, und da sage ich jetzt nicht nur IDEM, sondern alle Telematiksysteme, da spreche ich wirklich auch für meine Wettbewerber, da sage ich, wir bilden eine komplexe Welt möglichst strukturiert und einfach ab. Beispiel, es gibt wirklich so viele Datenquellen, du hast sie vorher mit angesprochen, die können aus dem Kühlgerät, aus dem Reifen oder der Ladebordwand, aus dem Motor, von der Zugmaschine, aus dem Trailer, aus dem Laderaum, die können überall aus der Temperatur kommen, überall her. Und wir aggregieren diese vielen komplexen Daten zu verschiedenen Zeitpunkten und, wird alles aggregiert. Und dann verteilen wir wie eine Salami, Scheibchen für Scheibchen, das eine an den Qualitätsmanager, das andere an den Disponenten, das dritte an den Fuhrparkmanager, an den Shipper und. Also wir verteilen. Das heißt, komplexe Welt, gebe ich dir recht, die bilden wir möglichst einfach ab. Okay. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in der Telematiklandschaft allgemein. An die Daten selbst ranzukommen, ist nicht mehr die Herausforderung. Viele Systeme oder Produkte schirmen sich da auch nicht mehr so ab, dass man nicht an die Informationen rankommt, sondern die sind relativ gut zugänglich, ob durch eigene Hardware oder durch bereits bestehende Hardware. Die Herausforderung daran ist eher, wie du das auch gerade gemeint hast, und wie ihr die Sache rangeht, die möglichst
intuitiv und gesammelt sinnvoll an den Nutzenden rauszugeben. Nicht, dass man einfach einen Bildschirm hat, voll mit Kennzahlen und man überhaupt gar nicht weiß, wo man anfängt, sondern dass man das strukturiert sagt, okay, wer braucht was, wem gebe ich was, wer bekommt welche Möglichkeiten, einfach um diese Informationen effizient verwalten und nutzen zu können. Richtig? Sehr gut gesagt, jawohl. Dankeschön. Sehr gut. Das freut mich. Also, haben wir das kurz mal abgesprochen. Genau wie jeder andere Hersteller oder wie viele anderen, ist das bei euch auch ganz wichtig, dass ihr schaut, okay, was passiert am Markt, was passiert bei euren Kunden. Sicherlich auch immer ein offenes Ohr vom Vertrieb, der kommt hier, Kunde XY hat hier dieses und das Problem, und dass das dann bei euch in die Entwicklung anfließt, wenn sich diese Anfragen häufen und sagt, okay, wir müssen da jetzt mal was neue Funktionen machen oder neue Produkte entwickeln. Das ist bei euch also sehr ähnlich. Führt aber auch dazu, dass ein Portal sehr komplex ist, aber nach außen hin nicht zu komplex erscheinen darf. Ja, ja, genau. Sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Ja. Gerade noch die Kurve bekommen, genau. Ja. Ja, ich meine, das ist ja auch, das ist tatsächlich auch unser Credo, gerade bei der Portalentwicklung, dass wir hier wirklich immer aus der Anwendersicht halt denken, ja, und hier versuchen, dem Anwender das möglichst Beste halt zur Verfügung zu stellen und das für ihn auch genau Passende zur Verfügung zu stellen. Und ja, nicht umsonst sind wir hier auch immer bei diversen Preisen und entsprechenden Veranstaltungen dann auch mit dabei und schneiden meist gut ab. Ja, ich merke das auch bei anderen Gesprächen, teilweise bei Anwenderberichten, wenn wir die fassen und ich dort irgendwie im Interview bin mit konkreten Kunden, wo ich herausfinde, wie wichtig es ist, wirklich eine Lösung nicht nur zu erklären, sondern auch intuitiv zu gestalten, sodass man merkt, okay, was habe ich da für Möglichkeiten? Wenn ich zu viele Möglichkeiten auf einen Blick habe, habe ich in der Regel nicht wirklich Bock, mich damit zu beschäftigen. Insbesondere, wenn das ganze Ding schwer, weil dann wirkt das alles nach noch mehr Arbeit, anstatt dass es ja eigentlich Arbeit abnehmen soll. Ja, insofern, ich habe das auch schon mitbekommen, dass mir gesagt wurde, ja, schade, dass ich hier in dem Portal nicht die und die Möglichkeit habe. Also ich spreche jetzt nicht von Idam. Ich sage aber auch nicht, von wem ich spreche. Kunde dann sagte, ja, es wäre schön, wenn ich diesen Disk könnte, aber das sehe ich immer nicht. Ich aber weiß, dass dieses Produkt das kann, aber es offensichtlich so gebaut ist, dass der Kunde das gar nicht findet. Und das ist schon ein Problem. Insofern gut, dass ihr da auch ein offenes Ohr habt und schaut, wie ihr eure Informationen aufarbeitet. Wie gesagt, gerne in Zukunft schließen wir uns nochmal zusammen, sprechen wir über ein paar konkrete Funktionen in CargoFleet. Ich danke auf jeden Fall jetzt schon mal für eure Zeit und die Informationen. Vielen Dank. Wir danken ebenfalls wieder. Und wenn Sie noch mehr Infos brauchen, schauen Sie gerne bei IDAM vorbei, was das Produkt kann. Wenn Sie sagen, ja, das will ich jetzt haben, dann nur los, ich halte Sie nicht auf. Wenn Sie gucken wollen, was sonst noch so passiert auf dem Markt, was es noch für Lösungen gibt und auch drumherum, wie sich das entwickelt, gerne bei telematikmarkt.de vorbeischauen. Wir versuchen da alles relativ gut abzubilden, ähnlich wie ein Telematikanbieter, nur mit anderen Informationen. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss, ciao. Ciao.